Sie sind hier, 22. Januar 2019, 23.40 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Carmelo Anthony wurde zu den Chicago Bulls getradet. Urheberrecht Getty Images. NBA-Star Carmelo Anthony wird von den Houston Rockets zu den Chicago Bulls getradet. Dass er für Chicago auch spielen wird, gilt als unwahrscheinlich. Der 10-malige All-Star Carmelo Anthony hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sein glückloses Gastspiel bei den Houston Rockets nicht einmal 3 Monate nach Saisonstart beendet. Die Rockets schickten den 34 Jahre alten Forward in einem Tauschgeschäft zu den Chicago Bulls. Der 3-malige Olympiasieger Anthony, der in seiner Zeit bei den Denver Nuggets 2003 bis 2011 und über weite Strecken auch bei den New York Knicks 2011 bis 2017 zu den Topspielern der Liga gehört hatte, kam bei den Rockets nur zu 10 Einsätzen mit 13,4 Punkten im Schnitt. Anthony wird wohl schnell entlassen. Höchstwahrscheinlich wird Anthony, der erst zu Saisonbeginn von Oklahoma City Thunder zu den Rockets gekommen war, kein Spiel für Chicago bestreiten, sondern schnell aus seinem Vertrag entlassen werden. Das Tauschgeschäft, in dem Houston noch rund $1 Million plus die Rechte an John Diebler 30 drauflegt und dafür die Rechte an Tadija Dragicevic 32, beide spielten nie in der NBA, erhält, dient einzig und allein dazu, Anthony von der Gehaltsliste zu bekommen. Das Gehalt des All-Stars hat Houstons Bilanz mit rund 25 Millionen belastet. Das Team um Superstar James Harden muss eine große Summe an Luxussteuer zahlen, die fällig wird, wenn die Gehaltsobergrenze Salary Cap übertroffen wird. Von Sportinformationsdienst.